Herzlich willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Wir sind jetzt gerade hier unten und wir haben heute eine richtig fette Überraschung für Ash vor. Der ist nämlich gerade noch in der Schule. Und weiß davon nichts. Genau, er weiß nämlich nicht, was wir vorhaben. Ich bin sehr froh darüber, was wir jetzt machen werden. Zeig schon mal, was wir hier haben. Das erste Mal dieses Jahr, oder? Ja, die Saison. Ehrlich? Fängt ja, ich würde sagen, die Saison ist eröffnet, ne? Ja, genau. Also, wir haben hier ein bisschen was schon mal vorbereitet. Wir haben schon mal ein paar Kleinigkeiten hier vorbereitet. Ja, wir genau. Haben jetzt hier zum Beispiel Kräuterbaguette. Müssen wir gleich ein bisschen ordentlich machen. Ich hoffe, dass Ash sich freut. Ash soll übrigens, also wir haben jetzt gerade eine neue Uhr. Ja. Ihr sollt, also Ash soll gegen 1:30 ankommen. Denke ich mir mal, ja. Ich hoffe nicht, dass der vorher zum Döner fährt. Dann wäre das oder, alles... Oder er trifft sich direkt mit irgendeinem Kumpel noch oder so. Das wäre schlecht. Dann ist die Überraschung für uns. Dann essen wir ohne ihn. Alles klar. Hoffe, dass er schon 1:30. Wir haben noch eine halbe Stunde lang Zeit, alles fertig zu machen. Der Tisch ist auch schon ein bisschen gedeckt. Mhm. Papa! Ja. Wer macht den Grill an? Ich hab schon den Ofen angemacht. Grill! Grill! Wir grillen! Ach so, ja, wir müssen loslegen. Ja. Also, es gibt Kräuterbaguette, wir haben ein paar andere Sachen hier. Darf ich sagen? Die Kinder haben gerade das hier mitgebracht. Das ist, sieht aus wie Fleischspieß, Entschuldigung, nicht Schweine, sondern Speis. Was? Das hab ich's. Was Fleischspieß, so. Christian, habt ihr noch gar nicht probiert, ne? Von City habt ihr das? Ja. Könnte vielleicht. Also, cool Fake-Fleisch sein. Sozusagen, ich hoffe, ohne Insekten oder sowas. Nicht, dass irgendwas anderes. Insekten sind nicht vegan. Stimmt. Auch wiederum. Und das sieht aus wie richtiges Fleisch. Das aber ist auch nicht echt. Nein, auch vegan. Ich habe das Camembert noch, also Käse. Grillkäse gibt's noch gar nicht. Ich war ja heute einkaufen, gab's noch nichts. Gibt's nicht? Nein. Frechheit. Ich finde auch, also langsam könnte man irgendwie schon mal Grillsachen mal verkaufen, ne? Und solche Haferbällchen. Und, genau, Kräutersalat, dann wollte ich ja nochmal Knoblauch anrühren. Und richtiges Fleisch gibt es für die Männer. Es gibt sogar solche Rippen, habe ich mitgenommen. Zwei solche Rippen. Wir bereiten mal alles vor. So, mein Schnucki, nun zeig mal, was hast du denn bisher alles so geleistet hier? Sie ist ja gerade dabei, das hier alles vorzubereiten. Ja, genau. Die beiden, die bereiten da unten alles vor. Was macht ihr da? Grill aufbauen. Achso. So, hier gibt es Krautsalat. Mhm. Hier eure Rippchen. Als echter Kraut muss man halt auch Krautsalat essen. Was ist das hier? Das sind Rippen. Das erste Mal. Wer ist denn hier Fleisch? Ja, ihr. Was ihr? Du und ich. Ja, ich? Ich esse doch kein Fleisch. So schnell geht das. Ja, mach doch mal so. Kann mit dieser Kamera nicht hier. Also mein weißt Schnucki? Du, man bekommt die gegrillt auf unserem Grill? Natürlich, ins Landesgrill. Was ist sonst? Ja, was Leo, der wittert hier auch schon. Leckere Sachen, ne? Willst du den Knochen haben, Leo? Na? Ich heb dir mal direkt, guck mal. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ja, das ist ja dann interessant. Ich bin ja hier gerade beim Essen. Und du baust heute auf. Ich muss gerade Mauer leider helfen. Hat sie mir gerade geflüstert. Das mache ich doch gerade. Also ich helfe hier, ich bin heute Kameramann. Und Max will heute zum ersten Mal diesen krassen Grill hier aufbauen. Der ist nämlich nicht so ganz einfach. Ist doch total easy, du. Ja, komm mal mit. Zeig mir, wie das geht. Ich glaube, das kriegst du hin. Nee, komm mit. Und los geht's. Hier haben wir hochexplosives Gas. Stell erstmal zur Seite. Warte, in den Sicherheitsbereich. Hast du eigentlich Sicherheitsschuhe an? Nö. Sicherheitshose? Schlitzschutzhose? Helm auf? Brauchen wir sowas zum Grillen? Nein. Wer weiß. Safety first. Keine Ahnung, was. Ja, du kannst ja erstmal alles zur Seite legen. Das Teil hier. Das sind die Standfüße, das weiß ich noch. Guck mal. Leo, warte. Das ist, keine Ahnung, für die Seite bestimmt. Hier kommt nachher Feuer raus. Boah, das Ding ist schon leer. Nee, da ist unten noch was drin. Wo? Du musst ganz aufreißen, die Tüte. Boah. Und dann kannst du hier unten... Technik. Hier ist ein Ventil. Einmal dann, die Gaszuleitung. Und da ist nochmal so eine Stange drin, wo dann das Feuer doch auch rauskommt. Ah, ja. Das ohne dem ich. Passiert gar nichts. Okay, super. Dann haben wir das schon mal gemacht. Okay, das Saubere kommt wahrscheinlich nach außen. Weil innen drin wird der eher verbrannt. Ich hätte immer gedacht, der Schriftzug kommt sichtbar nach außen. Ist doch. Ja, dann passt das ja, ne? Achso. Ja, okay, super auf jeden Fall. Das Ding hier, keine Ahnung, muss auch noch irgendwo hier rein. Ah, der Fußboden muss auch noch ran, ne? Das wird ein Durcheinander hier. Wobei, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, aber das ist schon falsch. Wieso? Du musst diese Stange einhängen. Welche? Die kommt auch vor dem Boden, bevor du den Boden reinschiebst, sonst kannst du die Stange nicht einhängen, wenn der Boden schon drin ist. Genau, die kommt so von unten, dann den Boden rein, glaube ich. Also ich muss auch jedes Mal, wenn ich das mache, immer wieder aufs Neue ausprobieren, wie es geht. Aufbauanleitung oder so? Ja, da gibt es bestimmt irgendwo eine.
So, boah, sieht doch ganz gut aus bisher. Ja, ungefähr. Top. Jetzt das Ding hier irgendwie ran. So. So. Dann brauche ich das in drei Hände, ne? Und wenn, dann geht das ein bisschen besser. Ja, das wäre schon. Aber nicht mit Gewalt, nicht biegen. Nicht biegen? Nee, nee. Wieso nicht? Das geht ganz locker. Geht's doch auch. Wenn das nicht locker ist, dann ist es falsch. Ich mache immer alles richtig. Oh, guck. Perfekt. Sauber. Schneller als ich das hinkriege. So, jetzt muss das Ding dann auch hier ran, irgendwie. Ja. Oh, du hast doch tatsächlich was vergessen. Hör mal kurz auf. Was haben wir vergessen? Naja, der Schutz, der das kann man über die... Das kann man hier reinstecken. Genau, aber nur, wenn die Seite ab ist. Was ist das? Also, baust du wieder auseinander. Komm. Nee, nur die Seite muss ab. Warte. Vielleicht auch nicht ganz. Ne? Was denn? Nur bis es reinrutscht. Ja, oh. Ey, können wir es nicht einfach nächstes Mal aufgebaut lassen, das Ding? Ja, lassen wir aufgebaut. Ja, sauber. Das? Nee, doch nicht sauber. Sieht fast gut aus. Hier, ah, guck jetzt. So. Okay, so. Jetzt noch die Grillplatte oben rauf. Ah, noch nicht ganz. So. Da ist ja so falsch herum. Yes. Ja, ja. Habe ich natürlich direkt gemerkt. So. Perfekt. Perfekt. Das ist perfekt. Und jetzt den hier rein. Das läuft doch, oder? Ich bewundere dich. Wieso? Das ist total genial. Das könnte ich nicht besser machen. So. Kann man das einfach auf dem Tisch hier stehen lassen? Ja, kann man bestimmt. Vielleicht wird da ein bisschen schwarz unten drunter. Backblech runter machen. Ja, dann läuft das Fett nicht so, so direkt. So, so. Zack. Passt rein. Das Ding haben wir aber irgendwo noch angebrochen. Das muss man nicht gefunden. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir drin sind hier. Wir sind schon sehr weit. Das Essen ist aber gleich auf dem Tisch. Es gibt richtiges Fleisch. Und wir haben, Christi hat Baguettes mit Mozzarella gefüllt. Guck mal, das habe ich nämlich letztes Mal bei Insta gesehen, so ein Reel. Noch mehr Fett. Ja, dass man quasi das so backen kann und dann zählt. Hast du ein Backblech übrig? Nein, wir haben nur eins. Hast du ein bisschen Mozzarella für mich nachher übrig, ohne dieses fette Brot? Nee, Brot muss so. Da sind zwei Scheiben noch. Oh, danke. Also habt ihr noch irgendwo Backblech? Hier ist auch Feta. Noch Backblech? Ja, weil für draußen, da wollten wir unter den Grill was schälen. Ja, hier und im Ding. Ja. Haben wir auch Feta? Okay, wir haben Feta, wir haben keinen Kräuter. Soll ich das hier rausnehmen? Das macht nichts. Alles gut. Nee. Ey Leute, es hat gerade geklingelt. Ey, der ist viel zu früh. Ash ist da. Es ist allerdings... Okay. Okay, Ash, da bleib mal hier. Ich hol ihn rein, okay? Komm mal, Augen zu. Augen zu. Augen zu. Das ist eine Überraschung für dich. Video. Siehst du gleich. Ist groß? Überraschung. Groß? Weiß ich nicht, sag ich dir nicht. Das ist für mich oder für alle? Sag ich auch nicht. Das ist einfach überraschend. Augen zu. Ja. North Face? Augen zu. Ja. Augen sind deine Augen zu? Ja. Augen ganz ja. Zu. Meinst du mal? Nein. Drei, zwei, eins. Augen auf! Wir grillen heute. Wir wollen grillen. Eigentlich dachte ich hoffe, du warst nicht beim Döner. Nein, heute nicht. Weißt du, wir sind auch sehr froh darüber, dass du dich nicht spontan mit irgendwem getroffen hast, ne? Ja, genau. Sondern dass du wirklich nach der Schule aufs Rad gestiegen bist und nach Hause gefahren bist. Ja. Sehr gut, Ash. Hast du Bock? Ja. Hast du Hunger? Ja. Freust du dich über deine Überraschung? Ja. Wir kriegen übrigens halt noch wahrscheinlich zwei Special-Gäste nochmal. Also noch zwei weitere Leute kommen zu Besuch. Naja. Wir sind halb fertig geworden. Eigentlich dachten wir schaffen alles, bis Ash da ist. Naja, der Grill ist aufgebaut. Oh, hier wird schon mal das erste Fleisch auf den Grill gelegt. Okay, das erste Mal dieses Jahr, ne? Das ist krass, oder? Viel zu kalt hier. Nein, die Sonne scheint, guck mal, das ist so richtig schön. Ach, ja, wo du das gerade sagst. Ja. Jetzt ist mir auch voll warm. Aha. Wer hat denn diese so dick gelassen hier, oder? Hätte ich das lieber kleiner schneiden sollen? Nee, nicht kleiner, dünner. Dann wäre das schneller fertig. Ja, das stimmt. Aber so kriegen wir es vielleicht außenrum knusprig und innen blutig. Oh Mann, als ein Jahr, der überhaupt kein Fleisch isst. Also, wir haben es jetzt gleich 2 Uhr genau. Mit ein bisschen Verspätung. Der Tisch sieht richtig gut aus. Also, wo ist das Kräuterbaguette mit Mozzarella? Guck mal, das sieht gut aus. Das wollte ich echt mal probieren, weil das habe ich noch nie gegessen.
Gönn dir. Schmeckt das? Das habe ich dir doch geholt, oder? Achso, aber ich möchte nicht probieren, aber... Probieren. Ja, okay. Also? Nee, danke. Schmeckt nach verdünnter Vanillesoße. Okay, Mama. Das ist mega. Alter, das ist ja richtig. Das sieht gut aus. Ehrlich? Das riecht so ja? Gut. Ich habe auch noch eine Banane. Banane? Machst du die alle auf, oder was? Also ich muss sagen, also Kräuterbaguette an sich ist ja schon nicht so gesund. Kräuterbaguette ist nicht gesund. Und dann mit Käse. Ist zwar geiler noch, aber ein Tick ungesünder. Aber egal, machen wir nicht jedes Mal, ne? Und wir gehen ja sowieso nicht so oft. Und schmeckt Milch mit Banane? Es geht, also, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also Kakao, also Bananengeschmack, nee. Nee. Wir warten jetzt gerade übrigens noch auf unsere weiteren zwei Gäste. Komm auf jeden Moment. Ich habe schon richtig Hunger. Hast du auch Hunger? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du die Überraschung hier heute? Cool. Wir können mal jeden Tag machen, oder? Mhm. Ja, jeden Tag nach der Schule nach Hause und dann erstmal grillen. Ja. Ich frag schon jeden Tag immer so, wenn ich nachhole, was gibt's heute zu essen? Tja, heute wird gegrillt. Wer ist hier am Handy? Ich weiß es nicht. Immer am Handy, ey. Oh, was machst du denn da immer? Oh, zocken. Was denn? Ihr zockt doch auch immer. Was zockst du denn? YouTube. Ach so, schönes Spiel. Leo. Ich probier das mal mit Käse. Hab ich schon. Hast du schon? Schmeckt? Warte mal, Silvani ist eigentlich Fleisch. Das ist Veggie, ja, ne? Nee, das ist normal für euch. Silvani ist eigentlich Fleisch in den Töpfen. Das ist Russian Style. Haben wir bei den Russians gelernt. Ja, genau. Immer diese Russen. Also, ich kenne das auch nicht. Fleisch und Topf, völliger Stilbruch, meiner Meinung nach, aber funktioniert ja. Da ist der Willi! Na? Ja, das ist gut. Nächste Mal. Oder wenn wir gleich alle so doll Hunger haben, dass das nicht reicht, was wir hier. Was ist denn das? Zwieback? Dann soll es so sein. Mit Tomate und Mozzarella? Eure Idee? Deine Idee? Du hast Kräuterbutter! Cool. Oh, Willi, du bist meine Rettung. Du bist meine Rettung. Wir hatten keine Kräuterbutter hier. Ich habe ja auch andere Sortenbüschen genommen, wo auch Kräuter, Paprika und Pfeffer. Oder alles Fleck. Unwichtig, nur das zählt. Ja. Okay. Aber trotzdem, vielen Dank. Sollen wir raus oder? Wollt ihr raus? Räuber. Oh, Leo, wollt ihr raus? Garten? Los. Da? Mach schnell die Tür zu, wenn die draußen sind. Na, da. Wieso hast du die Pistole? Ja. So. Hier. Lenala macht irgendwas. Lauf, los. Tür zu. So, und noch jemand hier. Hallo. Na, herzlich willkommen hier, wo willst du sitzen? Ja, genau, Kinder, wo wollt ihr? Uns fehlt noch ein Stuhl. Ja. Wo sitze ich denn? Auf, da neben dir oder wo? Ja, das wäre super. Wehe, meine Scheiben. Schnucki. So, Ash heute das erste Mal hier beim Rippchen essen. Ja. Magst du also den? Rippchen nimmt man, glaube ich, in die Hand und dann beißt man immer so, das sind ja viel Knochen und dann musst du so drumherum nagen. Klappt. Was möchtest du? Auch Rippchen? Nee. Und was möchtest du? Rippchen? Brot. Rippchen? Brot. Salat. Rippchen? Ja. Guck mal, Christian hat auch so Tomaten. Rippchen? Nein, danke. Was ist das? Zwieback mit Knoblauch eingerieben. Und Mayo, ne? Supi. Wenn das scheiße schmeckt, dann will ich den nicht essen. Und wie ist das? Wie schmeckt das? Was ist das? So, wir sind jetzt fertig. Hier sitzen alle faul rum in der Ecke hier. Faul. Da. Wir machen kurz Pause. Da, Willi, da, zeig genau, sie. Genau, genau. Eine kurz Pause machen. Einfach Vitamin D tanken. Das Eis noch passt. Boah, Eis wäre auch nice. Leider ist das hier kein Thermometer. Oh, das ist 15 Grad draußen. 15. Ja, aber hier ist ja gleich bestimmt mehr. Ja, 20. Guck mal, wenn die so gechillt da sitzen, dann ist angenehm. Ist ja, angenehm. Ne? So, Leute, und jetzt habe ich hier das Ende, den Geschirrspüler ausräumen, den neuen Kram einräumen, während die so in der Sonne chillen.
Da chillt die eine Hälfte. Hey, wo ist Max? Und mein Schnucki, die ist... Irgendwas macht die am Computer. Was macht sie denn da? Moinsen, ich mache gerade Ash-Studio fertig. Also du hast geschnitten und ich muss es hochladen. Wo ist Max? Der ist irgendwie kurz hoch. Ja, auch ein bisschen arbeiten. Also zwischen Essen und noch mehr Essen muss dann auch noch mal ein bisschen was gearbeitet werden. So, was machst du also, hier? Wir sind alle ausgeflogen. Wir sind fertig. Und ich mache ein bisschen sauber. Genau, also ich würde sagen, wir beiden sind die Letzten hier. Ja. Wir machen die Reste vom Schützenfeste genau. Sauber. Also, es war aber sehr lecker. Also, Ash hat sich sehr gefreut. Er hat damit auch gar nicht gerechnet. War auch der Erste, der weg war. Er hat's eilig, er muss los. Genau, also, wir sagen, wir beenden das Video jetzt mal ohne die Kinder diesmal und sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin, passt auf euch auf. Ciao, Kakao. Tschüss.